Ja, es geht nochmal weiter hier. Nochmal den Finishing Move ansetzen hier bei diesem Raum. Und ja, bei der Gelegenheit, eins meiner großen Hobbys ist wohl irgendetwas suchen. Als ich dieses Etablissement in etwas überstürzter Hektik verließ, ob der Staubigkeit, ja, da habe ich auch irgendwo meine Handschuhe verlassen. Und das Gute ist, dass die so tarnfarbig sind und kaum auffallen. Jedenfalls habe ich sie noch nicht gefunden, habe mir jetzt erstmal andere besorgt. Ja, in Dinge suchen, bin ich auf jeden Fall sehr geübt. Das sind sie nicht. Ja, also Dinge nicht finden oder später finden oder das Suchen loslassen, um dann irgendwo anders drauf auszuweichen. Irgendwo werden sie schon sein. Aber ich habe ja mehr als ein paar. Und das sind tatsächlich eine der besten Handschuhqualitäten, die ich je hatte. Sehr viel Grip. Ich habe die seit Jahren. Gut, ich habe jetzt auch nicht so ganz schwere Arbeit, aber zwischendurch doch schon auch mal was Gröberes. Und die sind wasserdicht gewesen, aktiv. Also man hat doch noch relativ viel Gefühl, viel Grip. Super Passform von Engelbert Strauß. Wieder mal gute Qualität. Also die kann ich empfehlen. In Grün. Ansonsten weiß ich auch nicht, wie die heißen. Aber in dem Katalog mit den 74 Seiten Handschuhen wird man sie schon finden. Hier ist die Artikelnummer. In winzig klein ausgeblichen. 76. 13, 511 oder so, irgendwas. Ja. Beste Handschuhe ever. Und ich habe viele ausprobiert. Ja, da im halbdunklen Schatten der Camouflage-Box niedergekauert, haben sie gedacht, ich entdecke sie nie. Aber die Box hat sie verraten, weil die fehlte da unten und ohne Box keine Mucke und das geht ja manchmal auch einen Tag oder zwei, aber irgendwann muss die Mucke wieder an und das geht nun mal ohne Lautsprecher schlecht. So frei nach dem Motto, Alter, hörst du, wie leise der ist, wenn er aus ist? Ja, tatsächlich ist die Wassermaschine da am Geräusche machen. So, aber das sind die gesuchten Handschuhe. Yeah. Ja, bis jetzt habe ich noch fast alles wieder gefunden. Das eine Objekt, was ich am allermeisten gesucht habe, das war meine Vorgängerbrille, schwarz. Die habe ich so oft verlegt und das Problem ist, wenn ich die Brille verlege, dann ist mit der Sucherei auch schwierig, weil ich habe eine optimale Sehentfernung von 8 Zentimetern. Das hat mich genervt. Irgendwann war ich so an der Grenze des Genervtseins, da bin ich nicht gerne. Also musste ich mir was ausdenken, um den immer nerviger werdenden Zustand, dass ich die Brille schon wieder nicht oder manchmal hat es echt lange gedauert. Ja, und dann habe ich begonnen, die Suche nach meiner Brille wie so ein Sportkommentator zu kommentieren und einfach irgendwelchen Blödsinn zu reden, wenn ich sie dann schnell gefunden habe, oh, das war aber ein billiges Versteck dieses Mal, oder wenn ich sie dann nicht gefunden habe, oh, mein gutes Versteck und so. Ja, also ich habe quasi die Brille angefeuert in ihrem Verstecktsein. Ja, und habe da einfach schon Spaß draus gemacht und das war letztendlich dann auch der Ausweg, beziehungsweise der richtige
das richtige Ende für diese Brille kam, als sie mir in die Bille gefallen ist. Plupp. Und in dem Moment, in dem sie mir runtergefallen ist, habe ich schon gefeiert. Endlich ist das Scheißding weg, die ich mochte, nämlich. Bla, ey, mach mal den Keller fertig und erzähl keine Brillenschleichengeschichten. Also das Kabel, was da durch den Kellerraum hängt, das endet hier. Beziehungsweise wird hier wild verbunden, geht dann hier im Kreis durch das Loch. Gleichzeitig geht es hier rein und dann in dieses schwarze Kästchen hier. Von da aus geht es dann weiter wieder woanders noch hin, nach oben und links und rechts. Also bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das aktiv ist oder nicht. Das ist ja teilweise von der Technik her immer noch so, dass VDSL und drei Telefongespräche gleichzeitig über simple Kupferdrähte übermittelt werden. Das ist Technik, die begeistert. In diesem Fall nicht ganz so, weil das Kabel kann ich nicht einfach durchschneiden. Das wäre vielleicht, da würde ich vielleicht irgendwas totlegen, aber ich kann es zumindest ein bisschen ziehen, weil diese Schlaufe, die da ist, die ist nämlich von diesem Kabel. Und dann kann ich das hierhin durchziehen und dann hängt das da nicht so blöd in dem Raum rum. Das ist so ein Plan. Da wärst du jetzt bestimmt auch mit angefangen mit dem Kabel jetzt, oder? Oder nicht? Auf jeden Fall braucht das mal ein bisschen mehr Spiel. Mal ein bisschen vernünftig verlegt hier schön. Am besten vielleicht da hoch und dann da rum und dann da längs und dann nach da hinten und dann weg. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja überhaupt falsch. Das ist ja dieses Kabel und dieses Kabel endet hier. Das ist ein WLAN-Kabel, deswegen. Hemmungslose Stromübertragung ins Nichts. Ja, ein Netzwerkkabel hier unten in der Werkstatt, das macht sicherlich Sinn. Hat Sinn gemacht. Ja. Was mache ich? Einfach nur aufzwirbeln und so liegen lassen. Vielleicht kann es ja noch mal reaktiviert werden. Ganze Menge Kabel dazu gekommen und immer noch kein Empfang. Oh, und ich will nichts mehr hören, bis du wieder Empfang hast. Klar? Und niemand hatte je wieder etwas von diesem Kabel gehört. Aber von dem, was hängt das hier eigentlich so döschig rum? Das soll doch bestimmt auch so nicht. So, aber jetzt, ich meine, musst du zugeben, gleich ganz anderes Raumfeeling hier. Das Entree ist gleich ein ganz anderes. Man sieht, die Ordnung hat hier schon gewonnen. Und das Auge erfreut sich an diesem absolut sauber verlegten Kabel. Ja, ich weiß, ich weiß. Man kann den Profiblick einfach nicht täuschen. Wie kann so ein Raum denn ordentlich aussehen, wenn hier immer noch ein zweites Kabel so rumhängt? Nee. Ja, nee, nee, ja. Was bist du denn jetzt für ein Kabel? Ja, so schon besser. Aber ich muss jetzt hier mal verschwinden, weil denk mit Geruchsneutralisierer ist nicht so ganz so neutral wie auf
Packung stehen. Ja, so penetrant das auch war, es hat seinen Job getan. Der Geruch ist neutralisiert, wie man sieht. Da werde ich jetzt mal zum Finishing Move hier ansetzen. Ja, auch cool, wenn die Kamera dann auf Fotomodus steht. Das gibt immer coole Videos dann am Ende. Die sind sehr kurz. Hat man nicht viel zu schneiden. Kaum Platz ist in der kleinsten Hütte. Und wie viele Jahre kann das jetzt hier lagern? 10 bis 20 in Spanien, dann nochmal 10 bis 20 obendrauf. Bei Spitzengewächsen 8 bis 10. Also, da geht schon noch was. Und was da auf jeden Fall noch geht, die Küche, die da drin ist, ist quasi auch schon weg. Es gibt einen Abnehmer. Und dann ist der Raum im Prinzip auch schon leer. Also Milchmädchen rechnet. So, brauche ich jetzt den Hund noch? Gibt es noch irgendwas Hundiges, was ich mit der Sackkarre nicht hinkriege? Ne, Großmöbel, irgendwas? Nö. Dann kann der hier eigentlich so bleiben. Also, ihr bleibt am besten alle kurz so und ich mache dahin weiter.
So, jetzt aber. Ich bin empfindlich, der Gute. Ich habe da ein Loch reingesaugt. In den Karton. Er ist ein bisschen fragil geworden. Im Laufe der Zeit. Ja, wunderbar. Quasi weg. Ja, einen habe ich noch, einen habe ich noch. So, das sieht gut aus. Jetzt noch ein bisschen Plüsch bei. So, guten Flug dir, Styroporplatten. Ja, ich habe genug gesehen. Zeit für die Maske. Exzellent, exzellent, gute Arbeit. Die Laufwege fast vollständig zugestellt, mitsamt Blockierung der Tür. Top. Also, das hat Stil, das hat Klasse. So macht Arbeiten Spaß. Auch hier der Versuch, die Laufwege freizustellen. Freizustellen, genau. Zuzustellen, aber doch etwas zaghaft. Da ist einfach noch zu viel Durchkommen. Das müssen wir aber nochmal üben. So ist das ja, als wird da gar nichts stehen. Ja, und hier im Land hinter der aufgehenden Sonnenblume, da ist es auch so, als würde da fast nichts stehen. Bis auf das der Raum. Naja, also ich meine, wenn jetzt jemand da hinten aus dem unteren Karton dann doch noch gerne dieses alte Kirchenbuch hätte, ja, was soll ich denn sagen? Ja.
Hol's dir. Es ist ungefähr da. Normalerweise filme ich sowas ja nicht, aber das beeindruckt mich dann doch. Das ist Spinnen City hier. Und Mama Spinne sitzt noch vor dem Tore und ahnt noch nicht, dass gleich alles vorbei sein wird. Ja, tut mir leid, du hast jetzt noch ungefähr 15 Sekunden, dich in Sicherheit zu bringen und dann ist der Arsch ab. Geile Action, aber ich bin ja gut geschützt. Also, es gibt nicht die passenden Saugbeutel. Das verträgt ja nicht so. Die olle rote Hütte hat auch nicht die richtigen Saugbeutel und ist deswegen zwischen zwei Rohre Brust. Und der einzige, der eigentlich irgendwie einigermaßen zusammenpasst, ist der Sebo Felix. Boah, ich habe eine geile Idee. Ich mache hier mal Fenster auf. Ey. Und dann werde ich mich mal kurz entfernen und sich das hier mal setzen lassen. Das kriege ich ja nicht in einem Stück durchgerissen da unten, das Ding. Das ist so staubig da. Muss ich ab und zu mal pausieren. Ey. Und außerdem sagt ja der Arbeitsschutz, dass man diese FFP2-Masken maximal 45 Minuten am Stück aufbehalten soll. Ja gut, ich werde jetzt hier nicht kontrolliert, aber besser ist, man hält sich an die Bestimmung des Arbeitsschutzes, was ja derselbe Arbeitsschutz ist, weswegen die Bundeswehr Panzer für hochschwangere Soldatinnen in Gefechtssituationen umbaut, damit bei der Schießpulverfreisetzung die Fruchtblase nicht platzt. Das ist sehr wichtig, dass hier Gleichberechtigung vorherrscht und auch Frauen kurz vor der Entbindung noch Männern gleichgestellt mit Panzern in den Krieg rollen dürfen und schießen und töten und was Soldaten so alles Sinnvolles tun. Ja. Und aber auch da gilt der Arbeitsschutz und aufgrund dieses Arbeitsschutzes ist, glaube ich, jeder Panzer jetzt irgendwie ein paar Millionen teurer. Also maximal 45 Minuten und die hatte ich auf jeden Fall deutlich überschritten und ich glaube, man kann sich da auch an Tod saugen. Also wenn ich da an der Wand, ich saug die ganze Wand mit weg, also da geht der ganze Putz raus und dieser Vorgang erzeugt neuen Staub. Also ich glaube, da werde ich noch so 2-3 Saugdurchgänge machen. Vielleicht hole ich sogar den Sebo Felix dafür raus. Mal gucken. In Hamburg sagt man tschüss.